Schön, dass ihr alle da seid. Guten Morgen. Herzlich willkommen. 17 Uhr Sumbawa Ortszeit, 10 Uhr in Deutschland. Und ja, wir freuen uns, euch alle wieder zu sehen. Mein Name ist Jean Daniel. Für die, die mich vielleicht noch nicht kennen, vielleicht ist ja jemand Neues dabei. An meiner Seite diese wunderschöne Frau ist Kali. Und dann ist ja noch Simon dabei, der Älteste von Kalis Söhnen. Genau. Hallo zusammen. Genau, das ist Simon. Für uns wäre es schön zu wissen, wer von euch hat bislang noch gar keinen Kontakt zu uns gehabt und wer von euch hat noch gar keine Ahnung von dem Projekt. Es gibt hier in der Leiste, mach mal auf aufnehmen, es gibt in der Leiste eine Chat-Funktion. Und wenn ihr da drauf geht, vielleicht schreibt ihr einfach kurz euren Namen da rein, sodass wir einen Überblick haben, wer jetzt ganz neu dabei ist, weil dann würden wir noch kurz zu unserer Vision eingehen. Aber wenn das alles Oldies sind, dann starten wir nämlich direkt mit den ganzen News, alles, was sich jetzt neu um das Projekt ergeben hat. Also es wäre ganz schön. No. Ah ja, alles klar. Gut, da gibt es einige dabei, die keine Ahnung haben. Wunderbar. Ja, dann fangen wir mit der Vorstellung an. Wir machen damit so vom Ablauf, dass ihr so wisst, worum es hier geht. Wir stellen uns gleich kurz vor, wir stellen unser Projekt vor. Und wenn ihr während unserer Vorstellung Fragen aufkommen, dann schreibt die Fragen in den Chat rein und dann versuchen wir so auch im Laufe des Zooms auf die Fragen auch einzugehen. Genau. Ja, also Jean Daniel hat ja gerade schon kurz gesagt, also Jean Daniel und Kali, und wir leben jetzt schon seit 2 Jahren hier in Indonesien auf der Nachbarinsel von Bali. Viele denken, Sumbawa liegt irgendwo in Afrika. Nein, Indonesien hat ja insgesamt 17.000 Inseln und die bekannteste ist tatsächlich Bali. Und Sumbawa liegt in der Nachbarschaft und ist gerade dabei, sehr zu florieren. Also es entwickelt sich hier gerade sehr viel. Mittlerweile kann man Sumbawa sehr leicht erreichen. Und ja, wir leben hier seit 2 Jahren. Wir haben vorher bis 2018 in Deutschland gelebt. Ich hatte in Deutschland ein Seminarzentrum für Yoga und Persönlichkeitsentwicklung. Jean Daniel hatte eine Physiotherapiepraxis. Wir haben insgesamt 7 Kinder. Eine ganze Menge. Meine sind schon erwachsen. Einer von meinen Kindern ist ja jetzt heute auch in Yasum. Das ist der Simon. Der wird sich später auch nochmal vorstellen. Und ja, unser Leben hat sich sehr stark verändert. Das hat bedingt durch unseren persönlichen eigenen Mindset, weil wir immer schon so das Gefühl hatten, wir wollen frei und selbstbestimmt leben. Und als Selbstständiger, wir haben beide schon als Selbstständige gearbeitet und auch als Arbeitnehmer. Und wir haben irgendwie gedacht, wir möchten so leben, dass wir uns auf der ganzen Welt zu Hause fühlen können. Und wir haben dann verschiedene Business gemacht und haben dann eben diese Möglichkeit nach einiger Zeit ergriffen, zu sagen, okay, uns hält nichts mehr in Deutschland, lass uns einfach die Zelte abbauen und mal in die Welt ziehen. Und dann? Sind wir in die Welt gezogen. Also wir haben unseren Wohnsitz in Deutschland aufgelöst. Ich war ja die ganze Zeit noch dabei beschäftigt, neue Leute in den Raum zu lassen. Echt so schön, sind jetzt schon 34 Leute. Wir sind also losgezogen, sind durch Indien gereist, haben Couchsurfing in Indien gemacht, was super spannend war, weil wir da sehr mit den Einheimischen in Kontakt gekommen sind. Wir waren in Florida gewesen und letztendlich sind wir dann nach Bali im Oktober 2019, noch vor Corona, und da war es so voll, dass wir gedacht haben, wir brauchen irgendwie eine Insel, die ein bisschen ruhiger ist. Und so sind wir dann in Sumbawa gelandet. Und in Sumbawa hat uns dieser Impuls des Reisens verlassen. Genau, weil es war einfach so schön hier. Da haben wir gedacht, warum sollen wir noch irgendwo hin? Gleichzeitig war es auch so, dass als Corona dann eintrat, wir festgestellt haben, dass es hier überhaupt gar keine Maßnahmen gab. Das heißt, wir konnten hier einfach unbehelligt weiterleben und haben uns jetzt hier in die Insel verliebt, gerade in diesem Bereich, wo wir jetzt sind. Wir haben gedacht, okay, hier wollen wir gerne bleiben. Es ist eine wunderschöne Natur, aber da wir ja auch Menschen lieben und nicht nur Natur, war es einfach wichtig, in Kontakt mit Menschen zu sein, mit Menschen zusammenzuleben, vielleicht gemeinsame Projekte zu entwickeln. Und so kamen wir halt auch auf die Idee, Menschen zu inspirieren, herzukommen und halt so eine Community-Village aufzubauen. Wir haben uns schon immer für Gemeinschaft
interessiert. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass wir immer sehr bedacht waren auf unsere persönliche Freiheit. Und wir haben festgestellt, dass in manchen Gemeinschaften in Deutschland die persönliche Freiheit dann unter der Gemeinschaft leidet. Deswegen war es uns ganz wichtig, hier etwas zu kreieren, wo jeder praktisch sein eigenes Stück Land hat, sein eigenes Haus, seinen eigenen Bereich und da sein kann, wie er möchte. Und gleichzeitig kann halt eine Gemeinschaft auf eine natürliche Art und Weise entstehen. So, ne? Das heißt, wir müssen jetzt keine wöchentlichen Treffen haben, wo Anwesenheitspflicht ist. Du musst auch nicht ein Treffen einberufen, wenn du deinen Baum pflanzen willst, um zu entscheiden, ob der jetzt 1 Meter weiter rechts oder 1 Meter weiter links steht, sondern ne, du kannst dich einfach mit Menschen connecten, wenn du das möchtest. Und ne, so hast du deine persönliche Freiheit und gleichzeitig bist du nicht alleine, weil viele Gleichgesinnte da sind. Und ja, wir haben das im Dezember gestartet, letzten Jahres, und das ist ja richtig eingeschlagen. Also super viele Menschen sind auf uns zugekommen. Wir konnten uns vor Anfragen kaum retten. Und ja, jetzt ist ja diese Facebook-Gruppe entstanden, wo mittlerweile schon 1600 Menschen drin sind, die sich halt für dieses Projekt hier interessieren. Und gerade auch in der letzten Zeit ist so viel passiert, dass wir jetzt einfach gerne euch ein Update geben wollen. Genau. Also für alle, die jetzt neu dabei sind und bislang noch kein Gespräch mit einem von uns hatten, die sind herzlich eingeladen, uns zu schreiben. Jean Daniel, vielleicht kannst du in den Chat unsere Namen reinschreiben. Ihr werdet die uns auf Facebook oder auf Instagram finden. Dann schreibt ihr uns einfach und sagt, Kali, Jean Daniel oder Simon, wir hätten gerne ein Gespräch. Und dann können wir auch noch mehr auf das alles eingehen, was vielleicht die anderen schon wissen, die schon seit einem Jahr uns beobachten und dabei sind. Genau. So, ja, was ist passiert? Also vielleicht, ich hatte sonst schon mal so Bilder eingeblendet, dass wir machen es heute ein bisschen anders. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie es hier wirklich genau aussieht, dann geht gerne auf unsere Homepage. Also wir haben eine Homepage, das kann Jean Daniel vielleicht auch nochmal reinschreiben. Die heißt kinivillage.com oder auf Facebook gibt es eine Seite, auf Instagram gibt es eine Seite. Da werdet ihr ganz viele Informationen finden. Und also das Projekt hier, das Gemeinschaftsprojekt hier heißt Kini Village, das ist die Stadt, also ein Dorf, das wir kreieren. Und darüber hinaus gibt es hier ein Resort, in dem wir gerade sitzen. Und wir haben hier ein halbes Jahr gelebt, Jean Daniel und ich. Und hier war wirklich 2 kleine Zimmerchen und ansonsten war hier gar nichts. Und jetzt gerade sitzen wir tatsächlich in dem fertigen Restaurant und vielleicht gehen wir gleich mal kurz, wenn Jean Daniel fertig getippt hat, mal eben, ich werde jetzt mal einfach das Laptop, nehme ich jetzt mal in die Hand und zeige ich mal, wo wir jetzt hier sind. Also das heißt, hier, das ist das Restaurant, also gerade ist ein bisschen regnerisch, hier sitzen nicht ganz so viele Leute, also da ist Jean Daniel. Genau, und hier sitzen wir direkt am Strand, es ist wunderschön und es wird noch einiges gebaut. Wenn jetzt mich zwischendurch schlecht versteht, weil ich hier rumlaufe, dann sagt mir das gerne. Hier in diesem Bereich, da kommt noch eine Poolanlage hin und da werden auch noch so ein paar so Bungalows gebaut für Massagen oder wo man so ein großes Bett, wo man sich so einfach mal reinsetzt mit so, ja, wo man so sich chillen kann. Und da drüben, das sieht man jetzt gerade nicht, aber da werdet ihr viele Fotos finden auf Instagram oder Facebook. Da drüben, direkt vor diesem Berg, kann man sagen, da sind diese 6 Bungalows. Und ja, das ist quasi dieses Kirana. Ich will nochmal jemanden reinlassen. Ja. Übrigens haben wir da hinten auch ganz rechts da wo das direkt am Ufer praktisch wird es eine Yogaschala geben. Also da kann man halt praktisch direkt am Meer Yoga machen. Das ist etwas erhöht und du hast dann halt den Blick über diese Bucht. Genau. Und hier ist das, wir werden hier auch so einen Steg bauen, eine Anlegestelle für ein Boot, sodass man quasi, wenn man dann hierher kommt, dass man quasi direkt hier zu uns ins Resort fahren kann. Also
Wir gucken auch gerade, dass wir es möglichst einfach machen, dass der Access, wie nennt sich das auf Deutsch? Zugang. Der Zugang, also ne, auf die Insel, einfach gestaltet wird. Und wir haben jetzt auch schon ein Boot, das hierher kommt. Wir sind selber vor einer Woche, wir haben ein bisschen Urlaub gemacht auf Bali. Wir sind selber vor einer Woche hier angekommen und sind mit dem Speedboot gekommen und das war super easy. Also es war so einfach. Wir sind wirklich mit dem Boot direkt schups, an den Strand angekommen und dann mit den Koffern so aus dem Boot ausgestiegen. Also schon alleine die Anreise hierher ist echt schon sehr schön und einfach so ja, abenteuerlich. Und genau, also das ist jetzt quasi, das ist wirklich jetzt innerhalb, wir haben erst vor einem Jahr, oder eigentlich besser gesagt, wir haben erst im Februar, März diesen Jahres angefangen hier, diese Hütten zu bauen und das Restaurant zu bauen. Und das ist alles jetzt innerhalb von diesen paar Monaten entstanden. Und wir haben jetzt schon hier, gestern Abend hatten wir ein Barbecue und der Henry, unser Geschäftspartner, dem auch das Land hier gehört, der ist Ecstatic Dance DJ, wenn ihm das was sagt. Also der hat hier quasi live aufgelegt und er plant auch so einmal die Woche sonntags jetzt demnächst auch so Ecstatic Dance Dances zu machen. Und was hat er noch erzählt? Was er noch Vollmond, macht? Vollmondpartys. Also Vollmondpartys und so. Kakaozeremonies und so. Ja. Die Leute in Deutschland werdet das wahrscheinlich nicht wissen, aber ich muss sagen, hier in Bali sind Kakaozeremonies gerade voll der Renner. Also es gibt ja immer so Phasen, ne? Die Leute machen, egal wo man hingeht, bekommt man Kakao zum Trinken. Und die Leute stehen hier total drauf. Genau, also das ist jetzt quasi das Resort. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel auch hier ankommt und einfach mal zu Urlaub machen wollt, gibt es hier die Möglichkeit auch zu bleiben und am besten einfach auf Instagram gehen und dann sagen, okay, Kirana Retreat. Und da werdet ihr die ganzen Accommodations auch finden. So, ne? Das ist das Resort, was zum Dorf gehört. So, und jetzt übergebe ich mal an den Simon. Und Simon erzählt euch ein bisschen was zu der Kini Village. Der steht nämlich da in der Villa, die jetzt schon seit 2-3 Jahren fertig ist. Simon, übernimmst du? Ja, okay. Kann ich machen. Wie gesagt, geht mal auf Sprecheransicht. Wer das noch nicht gemacht hat, dann könnt ihr die Bilder auch besser sehen, im größeren Format. Ja. Hallo zusammen, mein Name ist Simon, ich bin Carlis ältester Sohn, ich bin 27 Jahre alt und war mein Leben lang immer sehr viel reisen. In der Vergangenheit war ich einige Male in Indien und habe die letzten 2 Jahre in Australien verbracht und habe ganz gespannt aus Australien verfolgt, was meine Mutter hier aufbaut. Und jetzt bin ich selber hier seit ungefähr 3 Wochen und bin ganz begeistert, was es hier für ein Potenzial gibt, weil ich war auch schon in Thailand zum Beispiel, in Phappangan, in Koh Samui und alles ist komplett überrannt. Und hier hat man wunderschöne Natur, menschenleere Strände und ich bin erstaunt, dass hier nur so wenig Menschen sind bis jetzt. Also hier fühlt man sich wie ein Pionier. Und ich werde jetzt mal die Kamera ein bisschen drehen, hier, dass ihr mal sehen könnt, wo ich hier gerade bin. Das hier ist das erste Haus, was gebaut worden ist. Das ist die Kini Villa. Und wie ihr seht, sind wir hier in front, oder wie sagt man auf Deutsch, also genau gegenüber vom Yo-Yo Surf. Das ist einer der besten Surfspots der Welt. Also vielleicht sieht man das auch ganz klein, die Punkte da unten, das sind alles Surfer. Und hier wird die Welle gerade gesurft. Und jetzt laufe ich mal hier links rüber, weil hier kann man so ein bisschen Construction sehen. Weil das alles, was ihr hier vor mir seht, das ist Part von dem Kini-Projekt. Wir haben insgesamt über 30 einzelne Grundstücke, die man kaufen kann. Und hier vorne, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da werden gerade 6 Häuser gebaut aus Bambus, weil wir legen ganz viel Wert auf Sustainability, also auf Nachhaltigkeit. Das bedeutet, dass wir versuchen, Materialien zu verwenden, die nachwachsend sind und nicht der Umwelt schaden. Hier nochmal ein anderer Blick auf die Villa. Und ja, ich kann es kaum erwarten, wenn wir selber unser eigenes Haus haben.
mit so einer Aussicht. Simon, vielleicht kannst du mit dem Finger mal zeigen, wo das Restaurant hinkommt und die Yogaschale. Das kann man ja genau. Ja, hier vorne ist so eine, schon so eine geklärte Fläche. Das ist so ein bisschen schwarz. Da kommt das Restaurant hin, mit der direkten Sicht auf den Ozean. Und dort hinter sind diese 6 Bungalows. Die haben alle einen eigenen Pool, sind aus Bambus gebaut und sind richtig schön. Also da gibt es auch Fotos, glaube ich, schon in der Facebook-Gruppe, wenn euch das genauer interessiert, was da gerade gebaut wird. Und Simon, kannst du vielleicht auch mal kurz mit dem Finger zeigen, wo die anderen Resorts sind? Weil Sumbawa ist ja sehr bekannt unter den ganzen Surfern und ist schon ungefähr seit 10 Jahren. Über die letzten 10 Jahre haben sich hier so einige Resorts angesiedelt. Also so, alles so ein bisschen, ja, so Surfer-Resorts kann man sagen. Und das ist auch direkt bei uns um die Ecke. Da kann man mal eben den Finger draufhalten. Ja, also im Grunde am Ende der Bucht. Also wir sind hier ziemlich alleine, hier vorne. Also hier ist kein Tourismus. Hier sind keine lauten Bars oder so, sondern man kann hier wirklich die Natur erleben. Aber am Ende der Bucht gibt es einmal das Tropical. Es ist ganz am Ende. Das ist ein Resort also gegenüber der beginnerfreundlichen Wellen. Dann gibt es das Castaway. Das ist etwas weiter hier drüben. Und dann gibt es noch das Baja Baja. Das ist, glaube ich, hier ungefähr. Also ich zeige, glaube ich, überall auf denselben Punkt. Ne? Man kann das, glaube ich, gar nicht so gut sehen. Also ungefähr. Vielleicht zeigst du auch also noch ungefähr mal, wo die Yogaschale hinkommen soll hier. Die Yogaschale kommt hier oben hin, aber das sieht man, glaube ich, von der Seite hier gar nicht. Doch, wirklich. Sieht man. Ja, ich glaube, hier vorne ist. Ja. Hier kommt die Yogaschale hin, also eine zweite. Kann man natürlich für Yoga nutzen, aber auch mal für einen Workout oder so. Ich glaube, heißt jetzt Yogaschale, aber heißt einfach nur eine Multifunktionsfläche, die man sicherlich auch ganz kreativ nutzen kann für andere Events. Und ja, insgesamt haben wir 30 Grundstücke im Angebot. Ich drehe mal wieder, dass ihr mich sehen könnt. Und wir legen halt sehr viel Wert darauf, dass es nachhaltig ist. Das bedeutet, dass wir nur auf 20% der Landfläche Bebauung erlauben. Das heißt, wenn man 100 Quadratmeter hat zum Beispiel, darf man auf 20 Quadratmetern bauen, weil wir möchten gerne die Natur, so wie sie ist, preserven, wie sagt man das, beibehalten, schützen. Und nicht dieselben Fehler machen wie viele andere wunderschöne Orte. Wir wollen gerne einfach diese Naturwunder, in dem wir hier leben, so beibehalten, wie es ist und einen möglichst kleinen Impact auf die Natur haben. Simon, vielleicht kannst du auch gleich mal drauf eingehen. Wir haben ja vor 2 Tagen haben wir uns mit dem Henry hier noch zusammengesetzt und Henry hatte ja selber auch schon viele Ideen in diese Richtung. Vielleicht kannst du auch dazu ein bisschen was sagen. Ja, genau. Also unser Geschäftspartner lebt seit 20 Jahren in Indonesien und legt sehr viel Wert darauf, dass er, oder ich glaube länger sogar, ne, nicht 20, 40 Jahre, 30 Jahre in Indonesien und legt sehr viel Wert darauf, dass wir einerseits ein gutes Verhältnis zu der lokalen Bevölkerung pflegen und andererseits auch die Natur schützen. Das bedeutet, dass wir jetzt anfangen werden, Greenhouses zu bauen, also Gartenhäuser, in denen organisches Food angebaut wird, also Biogemüse. Außerdem bauen wir eine Schildkröten-Auffangstation auf, weil hier kommen alle paar Monate Schildkröte an den Strand, die ihre Eier hier hinlegen. Aber bis jetzt war das so, dass die Locals die Eier genommen haben und die dann auf dem Markt verkauft haben, sodass keine neuen Schildkröten-Babys ins Meer gehen konnten. Und was wir machen werden, ist, wir kaufen den Locals die Schildkröten-Eier ab und die werden dann von unserer Auffangstation ausgebrütet und dann wieder ins Meer entlassen. Außerdem bekommen wir 3 Pferde, weil Henry einfach gerne, also tierlieb ist. Und mit den Tieren kann man dann halt auch Ausritte machen. Also wenn irgendwie jemand von euch Pferdefreund ist und Angst hat, sein Pferd in Deutschland zu lassen, vielleicht kann man hier Ersatz finden, auf jeden Fall. Und mit den Korallen? Genau. Außerdem sind wir alle Taucher hier, oder ich und John, dann ich und Henry, außerdem viele andere Leute. Und
Wir planen, das Korallenriff hier vor Ort aufzuforsten. Und da werden wir wahrscheinlich ein Schiff versenken, hier vor Ort. Und man kann das, mit einer, wenn man eine Solarplatte oben drauf macht und eine kleine Spannung ins Boot gibt, werden sich ganz viele Korallen dort ansiedeln, um einfach hier auch die Vielfalt im Meer zu verstärken. Genau. Ja, danke, Simon. Also könnten wahrscheinlich einen ganzen Tag hier über das Projekt reden und es gibt sicherlich noch ganz viele Punkte, auf die wir noch eingehen können. Vielleicht mal, Jean-Daniel, kannst du mal den Bildschirm teilen? Also vielleicht auch nochmal... Nochmal ganz kurz zwischendurch, ja? Weil viele ja später reingekommen sind. Wenn ihr Fragen habt, wenn Fragen auch kommen, schreibt die Fragen ruhig in den Chat und wir versuchen sie dann im Laufe der Zeit zu beantworten. Genau. Und Simon hat ja vorhin gesagt, also man kann hier natürlich Land kaufen, sein eigenes Haus bauen, ob man das jetzt selber bewohnt oder ob man sagt, okay, ich bin nur Teilzeit hier und den Rest vermiete ich. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wie gesagt, hier was zu mieten, hier zu sein, erstmal einfach Urlaub zu machen. Wir selber leben in einem Local House im Augenblick. Und wer es jetzt ganz eilig hat, also diese Villa, die, in der Simon gerade war, die ihr gesehen habt, die steht zum Verkauf. Wer da jetzt irgendwie Interesse hat, sagt, cool, ich komme vorbei, ziehe da gleich ein, ist möglich. Wir haben aber auch schon ein Grundstück, teil mal den Bildschirm. Ja, also die Villa hat... Ich glaube, die hat so 250 Quadratmeter und dazu gehören noch 1800 Quadratmeter Land. Mhm. Einfach nur, dass ihr das wisst. Vielleicht willst du, Simon, da nachher nochmal durchlaufen. Genau. Und sonst gibt es noch hier, ich teile mal den Bildschirm mit euch. Wir zeigen euch mal ein kleines animiertes Video. Wir haben jetzt schon eine Villa geplant. Die Pläne sind schon fertig. Das heißt, da hat die Internetverbindung gerade nicht mehr gereicht. Vielleicht nochmal wichtig dazu zu sagen, die ist jetzt so, wollten wir bauen mit Rumped Earth. Das heißt, es ist ja praktisch so Stampflehm und das bildet dann praktisch so verschiedene Steinsichten. Geschichten sieht man dann halt, Gesteinsschichten sieht man dann in der Wand, ne, die verschiedenen Lagen. Und gleichzeitig sind diese Wände ja atmungsaktiv, das heißt, man hat ein tolles Raumklima, es wird nicht feucht drin, man hat eine angenehme Kühle. Und genau, Dächer sollen dann ja aus Bambus und Holz bestehen. Und zum Beispiel für den Pool haben wir halt auch eine Möglichkeit gefunden, das jetzt ohne Chlor zu betreiben, sondern einen speziellen Filter zu haben, sodass man halt einen Pool haben kann, ohne dass man da jetzt Chlor verwenden muss. Einfach mal so als Beispiel. Also und diese Villa jetzt hier, die wir da geplant haben, die hat insgesamt 5 Schlafzimmer, das ist ein Haupthaus mit 2 so Bungalows. Also falls da jetzt jemand Interesse hat, wir wollten euch einfach nur mitteilen, was hier möglich ist. Also das heißt, da seid ihr auch super frei. Und also für uns vielleicht auch nochmal als Vision, wir bauen ja hier quasi eine Community auf. Für uns gehören die Menschen, die jetzt hier bereits schon leben, ganz woanders dazu, so wie auch die ganzen Locals gehören auch dazu. Zum Beispiel, also vielleicht, wer gehört zu unserer Community? Also wir haben jetzt speziell die Menschen, die wir jetzt hierher geholt haben. Das ist die Familie von Anna. Also wenn ihr auf die Facebook-Gruppe geht, dann werdet ihr auch einige Sachen von ihr finden. Die hat 6 Kinder insgesamt, die Anna. Und die leben jetzt hier schon seit einem halben Jahr und sind super glücklich. Ab morgen gehen die Kinder in so eine quasi so eine Tagesschule, kann man es nicht sagen. Also es ist eine Frau, die unterrichtet Englisch und auch Indonesisch. Und Anna unterrichtet ihre Kinder bislang alleine. Und da lernen die jetzt einmal, kommen die in Kontakt mit anderen Local-Kindern.
und können Freunde gewinnen und können gleichzeitig Indonesisch lernen und auch Englisch. So. Vor 2 Monaten ungefähr ist die Familie Flügel gekommen, auch aus Deutschland mit 2 Kindern. Wir haben heute ein kleines Video aufgenommen, wer bei uns in der, ich weiß nicht, ob wir das geteilt haben, aber wir können das mal teilen. Die sind super happy hier mit und sind jetzt, wie gesagt, seit 2 Monaten da. Und seit einem Jahr ist die Familie Mountains da, die findet ihr auch im Internet, auch mit 2 Kindern aus Österreich. Und die leben bereits hier und für uns, ich bin da sehr glücklich darüber zu sehen, dass die Vision, die wir haben und das, ich meine, es ist immer so, wir leben hier und uns gefällt es. Aber wenn man jetzt natürlich so ein Projekt entwickelt, weiß man nicht, sind wir jetzt total bescheuert? Gefällt das jetzt nur uns? Aber wir merken, die Leute, die jetzt hier sind, die finden es einfach super geil. Und die Lydia aus der Schweiz ist gerade da. Sie hat 2 Kinder, die sind auch schon älter, 17 und 22 Jahre alt. Das sind so Surfer, so Professionelle. Die kannten zum Bauer vorher schon. Und jetzt ist die Mutter auch mal nachgezogen. Genau. Jetzt wird noch der Lasse kommen. Der hat hier schon von Deutschland aus ein Grundstück gekauft. Lasse 25, ebenfalls Surfer. Der hat sich das Grundstück mit Freunden geteilt. Das heißt, die kommen hier zu dritt hin. Dann hat die Stefanie ein Grundstück gekauft. Die hat 2 Kinder. Dann die Nastasia, die hat ebenfalls 2 Kinder. Dann kommt die Nathalie aus Frankreich, die hat ihr ein Grundstück gekauft, die hat 2 Kinder. Dann ist der Uriel aus Bali, aber auch ein Franzose, hat ihr ein Grundstück gekauft mit Freunden zusammen, die sind zu viert. Dann sind Freunde von Henry da, die in Lombok leben, aber jetzt hierher ziehen wollen. Und das sind auch so 4, 5, 6 junge Männer spanischen Ursprungs. Und ja, weil hier die Frage aufkam, wie viele Menschen hier jetzt so leben, also es wird ständig mehr, ich würde mal so sagen 20, 30 momentan. Und es haben sich jetzt noch einige angemeldet, die jetzt demnächst kommen wollen. Genau. Ja, genau. Und Simon, ich weiß nicht, hast du zu den Freizeitmöglichkeiten, hast du da was fertig gemacht? Kannst du das zeigen? Vielleicht auch noch mal interessant. Nicht, gut. Ich kann das jetzt gerade nicht zeigen, aber ich kann darüber erzählen. Du kannst ja aber erzählen also, und ich suche in der Zwischenzeit mal. Ja, können wir machen. Also Sumbawa bietet halt auch wirklich unglaublich viel Freizeitwert. Das bedeutet, für Leute, die surfen wollen, ist das genial. Und auch für alle anderen, die sollten wahrscheinlich trotzdem anfangen. Weil alle meine Surferfreunde, die sind sauer auf mich, weil ich nicht surfe und hier eine der besten Wellen der Welt vor meiner Tür habe. Außerdem kann man hier Wakeboarding machen, Freediving, Paragliding. Da gibt es Spearfishing, also super viele Wassersportarten, da wir einfach den wunderschönen Ozean vor uns haben, der super klar ist. Außerdem gibt es hier Wasserfälle. Es gibt, ja, also in die Richtung, und außerdem kann man ja auch mal abends ein Bier trinken, das geht auch. Also ich bin da am Freitag hier in eine Bar gegangen und dann habe ich hier mit den Locals ein bisschen angefreundet. Also das kann man hier auch ganz gut machen. Sind hier alle super offen auf jeden Fall. Also ich glaube, für jeden ist hier was dabei. Und das Tolle sind natürlich einfach die Menschen, mit denen man das hier teilt. Weil ich bin jetzt erst seit 2 Wochen hier, aber jeder sagt Hallo, fragt, wie geht es mir. Das bereichert mein Leben natürlich auch um einiges. Genau. Also wir haben es gefunden. Ja. Genau, also da der Henry oder die Elsa, seine Freundin, die hat da was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das können wir euch auch gerne zur Verfügung stellen. Aber ihr könnt sehen. Also du kannst links ranzoomen. Links ist die Lupe. Ja, ja geht. Achso, hier. Ja. Alle Wassersportler sind natürlich hier super, super aufgehoben. Du kannst hier wirklich alles, was man sich mit Wassersport zu tun hat, kannst du dich hier komplett ausleben. Und ja, für Kinder oder Erwachsene, egal was, es ist hier einfach ein absolutes Paradies. Kristallklares Wasser, das ist das Boot, das wir gerade haben. Genau, und dann machen wir weiter und wir haben hier noch ein paar Fotos. Genau, auch nochmal Fotos machen. Es gibt Wasserfälle, es gibt Höhlen, die man hier besuchen kann. Man kann tauchen, schnorcheln.
ja, Fischen, also für sowas ist, ja, ist hier, können wir wieder zurückgehen, für sowas ist so ein Bauer wirklich geeignet. Und ich persönlich finde das super toll. Ich habe drei Kinder und ich habe manchmal in Deutschland gedacht, mein Gott, was machst du mit denen so das halbe Jahr oder 10 Monate, wo es regnet. Und selbst hier in der Regenzeit, wir haben jetzt gerade Regenzeit, ich sitze trotzdem hier. Gut, der Schal kann ich eigentlich mir auch schenken. Es ist trotzdem warm und auch wenn es regnet, kann man surfen gehen oder tauchen gehen oder was auch immer. Also das heißt, man ist hier ganzjährig gut versorgt. Also vielleicht auch nochmal auf das Klima einzugehen. Also es gibt ja hier zwei Jahreszeiten, einmal die Regenzeit und einmal die Trockenzeit. Die Temperaturen sind in den gleichen Jahreszeiten immer um die 30 Grad. Es ist nur so, dass es in der Trockenzeit weniger regnet und windiger ist. Das ist für die Kitesurfer natürlich super genial. Und ansonsten, ja, das ist hier eigentlich sich, ich muss sagen, so klimatisch sehr, sehr angenehm. Also ich habe bis jetzt noch, selbst in Bali, wir waren jetzt in Bali, da ist es noch von der Luftfeuchtigkeit deutlich höher. Und wir haben hier ein etwas anderes Klima als Bali, es ist etwas trockener. Ja, also ich persönlich finde ich das sehr, sehr angenehm hier. Genau. Genau, also wenn ihr kommen wollt, uns besuchen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Wie wir schon gesagt haben, ihr könntet auf Instagram, findet ihr was zu Kirana oder Zucchini. Wenn ihr sagt, wir wollen hier wirklich längere Zeit bleiben, dann sprecht uns gerne an. Wir haben hier zum Beispiel für die Anna und ihre 6 Kinder ein Haus gefunden im Dorf. Man wohnt da natürlich auf so indonesischen Standard, aber das ist jetzt für eine Familie, die jetzt hier ist, die fangen jetzt auch an, ihr Haus zu bauen. Die Pläne sind auch fertig. Und für die ist das natürlich interessanter. Also da können wir euch auf jeden Fall auch unterstützen, etwas Preiswertes im Dorf zu finden, wo ihr dann auch auf eure Kosten kommt. Genau. Dann ist natürlich auch oft die Frage, okay, wie komme ich jetzt nach Indonesien? Viele sagen, ja, man kann ja nicht einreisen, was nicht ganz stimmt. Aber da kann Simon auch nochmal drauf eingehen. Genau. Also mein Bruder und ich haben recht früh gemerkt, dass viele Leute sehr viele Fragen zu den Einreisebestimmungen haben, weil gerade während Corona ist es nicht gerade leichter geworden, reisen zu gehen. Und wir haben uns ein bisschen darauf spezialisiert, die neuesten Regelungen rauszusuchen und allen Leuten, die nach Sumbawa wollen, ja wirklich die Einreise und die Visasituation so leicht wie möglich zu gestalten. Und ich habe gerade schon im Chat gelesen, dass das Auswärtige Amt wohl mitgeteilt hat, dass die Einreise nicht möglich ist. Und das stimmt so nicht. Es ist so, dass man über ein Business-Visa nach Indonesien einreisen kann. Die Bearbeitungszeit dauert ungefähr 5 bis 10 Tage. Und mit diesem Business-Visa kann man bis zu 6 Monate in Indonesien bleiben. Und danach gibt es ein Onshore-Visa, was dann wieder 6 Monate geht. Also das könnte aktuell quasi, kann man unendlich lang in Indonesien bleiben. Und wir kümmern uns halt darum. Ein Business-Visa kostet aktuell 400 Euro und dann die Verlängerung kostet dann nochmal 70 Euro pro Monat und damit kann man dann so lange hier bleiben, wie man möchte. Was allerdings wichtig ist zu wissen, dass man mit diesem Business-Visa keine Arbeitserlaubnis hat in Indonesien. Also für viele Leute, die sich vielleicht Fragen stellen über die Finanzierung, wie lebe ich in Indonesien, wie teuer ist das, darauf gehen wir gleich auch nochmal ein. Es ist nicht möglich, hier vor Ort Massagen anzubieten oder Yoga zu unterrichten. Da passt die Immigration, ne, die Ausländerbehörde, heißt das, glaube ich, in Deutschland, sehr genau auf. Es ist also zu empfehlen, mit Rücklagen nach Indonesien zu kommen oder so, wie ich das auch mache. Ich habe ein Online-Business, mit dem ich mich finanziere. Das sind die Wege, wie das die meisten Expats hier in Indonesien tun. Ja, danke Simon. Also das ist so ein Punkt, da würde ich gerne ein bisschen mehr drauf eingehen. Tatsächlich, das Leben hier in Indonesien ist wirklich, also im Vergleich zu Europa, deutlich günstiger. Also rechnet mal so, wenn ihr jetzt kein Eigentum hier habt, ungefähr 800 Euro pro Person. Gut, Familien entsprechend wahrscheinlich, ne, Personenanzahl weniger, weil, ne, man teilt sich ja dann ja auch
bestimmte Kosten. Aber so 800 Euro, da habt ihr, glaube ich, schon ein recht gutes Leben hier. Man kann hier essen gehen. Also zum Beispiel ein gutes Gericht kostet hier 3, 4, 5 Euro. Wirklich schon hochwertig viel. Wenn man selber kocht, ja, sowieso günstiger. Wir haben jetzt zum Beispiel auch jemanden, die Susi, die kommt 2 Stunden jeden Tag zu uns, die putzt jeden Tag, die kocht für uns und wir zahlen ihr ungefähr umgerechnet 60 Euro im Monat. Also das ist jetzt kein Ausnutzen, sondern die Preise sind einfach entsprechend hier. Die Menschen verdienen, wie reicht das? Also weil die Preise hier wirklich deutlich geringer sind. Und noch mal, was Simon gesagt hat an alle, also wenn ihr keine Rücklagen habt und kein Online-Business oder so, oder manche, also die Anna hat ein Network aufgebaut. Ich sehe gerade, Tanja, du bist auch da, ne? Tanja, die sind gerade angekommen, die leben jetzt, sind jetzt gerade in Jakarta, genau, mit ihrer Familie. Geschafft. Ich glaube, Tanja hat auch irgendein Network. Wir haben auch noch ein passives Einkommen. Gesagt, Simon auch, also es gibt hier Menschen, die auf unterschiedlichste Art und Weise Geld verdienen und es gibt zum Beispiel auf Facebook Gruppen, die heißen Digital Nomads, die gibt es in Deutsch, aber auch in Englisch, ist deutlich größer, wenn ihr zum Beispiel Ideen sucht und sagt, ja super, toll, ich bin hier Lehrer oder ich hab hier mein Business, ich kann den nicht einfach so in den Koffer packen, mein Restaurant und verpflanzen. Wie geht das? Also kann ich euch nur einladen, geht in diese Gruppen nach euren Fähigkeiten, könnt ihr mal googeln, okay, ich bin Schriftsteller, gibt es Möglichkeiten online Geld zu verdienen? Oder ihr könnt natürlich auch gerne uns ansprechen und dann teilen wir gerne auch mit euch, wie wir das machen, wie wir uns finanzieren. Und ja, also was gibt es noch? Ich würde sagen, grundsätzlich gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten, gerade heutzutage. Und wenn man einfach outside of the box denkt und sich auf das fokussiert, was man will, dann gibt es immer Möglichkeiten im Leben. Es gibt immer Lösungen und genau. Ja. Vielleicht antworten wir nochmal auf die Fragen, die hier in den Chat aufgekommen sind. Genau, das mit der Einreise haben wir ja geklärt. Also wenn ihr einreisen wollt, wendet euch am besten an uns. Simon und Aaron können euch mit einem Visa versorgen. Jetzt kam die Frage auf, was kostet die Villa? Die Villa, die jetzt da, wo Simon sich gerade aufhält, 250 Quadratmeter, 1800 Quadratmeter Land, beides zusammen kostet 350.000 Dollar. Genau. In dieser Lage, glaube ich, mit Europa nicht vergleichbar. Da habt ihr einfach so eine Idee. Grundsätzlich, das war ja auch eine Frage, was die Grundstücke kosten. Die sind ein bisschen unterschiedlich. Wenn ihr jetzt vorne an der Beachfront seid, dann sind die Grundstücke etwas teurer als die anderen. Die kosten dann 70 bis 80 Dollar pro Quadratmeter. Darin enthalten sind Anschluss an Elektrizität, Wasseranschluss, ein Weg, also die sind praktisch erschlossen. Dafür muss man dann keine weiteren Kosten verwenden für die Erschließung. Das ist schon mal sehr viel wert. Und alle anderen Grundstücke kosten dann 60 Dollar pro Quadratmeter. Häuser kann man bauen für circa, je nachdem, was man möchte, zwischen 300 und 450 Dollar pro Quadratmeter. Also nicht Euro, sondern Dollar. Ne? Dann habt ihr einfach so ein paar Zahlen. Grundsätzlich ist das alles relativ günstig. Das heißt, ja, für 40.000 Euro kannst du hier schon ein Grundstück mit Haus haben. Ne? Also ein kleines Grundstück mit einem kleinen Haus drauf. Aber da kriegst du ja in Deutschland gerade mal eine Garage für. Genau, dann habt ihr so ein paar Ideen und Bauplanung, also der Henry ist Architekt, wir haben aber auch noch andere Architekten, Arbeiter sind halt hier Leute vor Ort oder halt aus Bali, das heißt, wir schaffen hier gleichzeitig noch Arbeitsplätze für die Menschen, ja, was auch einfach sehr schön ist. Und Fertigstellung, klar, das hängt immer davon ab, wie groß das so ist, aber ich würde mal sagen, zwischen 6 und 12 Monaten kann man halt ein Haus bauen, je nach Größe, ne? Also ich sag mal, so ein Bambushaus zum Beispiel ist ja relativ schnell gebaut, ist auch günstiger dann. Genau, genau, das waren, glaube ich, so die Fragen. Paragliding-Piloten gibt es auch. Wir wollten das auch schon mal ausprobieren.
Ja, aber sind da noch nicht so richtig zugekommen. Ja, also wir können euch einfach nur ermutigen, wenn ihr schon lange davon träumt, einfach mal in die Traumrealisierung zu gehen. Und es ist hier super entspannt, das Leben. Ich persönlich fühle mich hier sehr frei. Ich finde, es gibt hier, wie Simon schon gesagt hat, sehr viele Möglichkeiten, sich hier wirklich eine Existenz aufzubauen. So was schon Daniel gesagt hat, oder Simon auch. Man kann jetzt hier nicht arbeiten, wenn man sagt, oh, mir ist das Geld ausgegangen, ich gehe mal in die Kasse ein bisschen jobben, das geht nicht. Aber wer also Geld hat und eine Idee hat, gibt es hier viele Möglichkeiten, ein Business aufzubauen. Das geht wiederum, ja. Also das heißt, und dadurch, dass die Insel hier gerade ganz neu in der Entwicklung ist, wir bekommen jetzt in 1,5 Jahren auch einen Flughafen hierhin, sodass es die Anreise noch günstiger sein wird. Das bedeutet, dass es jetzt gerade wirklich der absolute perfekte Zeitpunkt ist, hier auch zu investieren, weil jetzt gerade irgendwie ganz viel Geld unterm Kopfkissen hat und nicht mehr weiß, wohin damit, schickt es hier rüber. Ist auf jeden Fall gut investiert in das Land. Wenn ich jetzt die Preise in Bali sehe, dann denke ich, oh, Halleluja. Also es ist jetzt gerade wirklich der richtige Zeitpunkt. Und ja, also kommt her und wir würden uns riesig freuen auf tollen Zuwachs und teilt das gerne, die Idee auch weiter an eure Freunde, auch gerne international. Weil das ist ja die Vision, eine internationale Community aufzubauen, sodass wir von der Andersartigkeit, von der Buntheit der Menschen profitieren können und wirklich so ein, ja. Jetzt war hier nochmal kurz eine Frage bezüglich Corona und so. Das interessiert natürlich viele. Also hier auf der Insel, auf Sumbawa, merkst du von Corona gar nichts. Dafür sind ja auch einfach viel zu wenig Menschen. Wird sich auch nichts ändern in Zukunft. Also eigentlich musst du ja Masken tragen in Jakarta und in Bali und in ganz Indonesien, aber hier interessiert es einfach keinen. So, und wenn du halt einen Polizisten triffst, den interessiert es eigentlich auch nicht. Also die sind hier auf der Insel echt mega entspannt. Genau, Simon, du warst ja jetzt gut zum Bauer. Simon hat jetzt in Bali, in Canggu eine Zeit lang gelebt. Wie hast du das empfunden? Wie sind die Einschränkungen? Hast du dich da eingeschränkt gefühlt? Also ich habe vorher in Australien gelebt und ich habe mich in Australien auf jeden Fall deutlich eingeschränkter gefühlt, zuletzt, als ich gegangen bin im Vergleich zu Bali. Es ist also schon so, dass es zwar die Regelungen gibt, dass du Maske tragen musst, auf dem Roller zum Beispiel oder im Restaurant, aber es kontrolliert niemand. Und ich hatte 99% der Zeit noch nicht mal irgendwie eine Maske dabei, was natürlich allerdings notwendig ist, wenn ihr einreisen wollt. Ihr braucht eine Impfbescheinigung. Also die Einreise in Indonesien ist ohne Impfbescheinigung nicht möglich. Aber es ist nicht so, dass es hier Zwangsimpfungen gibt oder 2G, irgendwas. Also man kann hier in ein Restaurant sitzen, ohne dass man dann Impfausweis zeigen muss. Das ist ja kein Thema. Generell habe ich das Gefühl, dass Corona existiert hier nicht wirklich. Also es ist immer ganz lustig, wenn ich mit Leuten aus Deutschland spreche. Das Thema kommt immer sehr schnell auf. Ich vergesse manchmal, dass es überhaupt Corona gibt, wenn ich in Sumbawa bin, wenn ich ehrlich bin. Also ist nicht wirklich Teil von meiner Realität, wenn ich ehrlich bin. Ja, Simon, du warst ja auch mit deinem Bruder Aaron, der jetzt ja noch in Bali ist, ja auch auf Bali, wo es ja Maßnahmen gibt. Hier gibt es ja keine, aber ihr wart ja auch in so einem Taco-Club gewesen. Ja, genau. Also es gibt in Bali auch ganz viele Partys und Techno-Clubs und alles. Also das Ding ist, die sind ganz intelligent auf Bali. Ups, bin ich noch da? Die nehmen einem die Handys vorher ab, bevor man an eine Diskothek geht. Und dann so kann man keine Posts machen. Und außerhalb von Bali denken alle, es ist zu. Aber im Grunde ist das Leben vor Ort on fire. Also es ist so gut wie alles offen. Die Leute berichten halt nur nicht drüber und ich finde, das ist eine ganz gute Lösung dafür. Ja, in diesem einen Club, wo ihr wart, da waren noch irgendwie 2000 Leute oder so gewesen. Ja, 2.000, 3.000 Leute. Also, ne, also wie gesagt, Corona existiert hier nicht und auch wenn die Medien vielleicht Dinge über Indonesien berichten oder so, ich glaube, da wird vieles heißer gekocht, als es serviert wird. Also die Realität hier vor Ort, die sieht super entspannt aus. Genau. Ich weiß nicht, gab es sonst noch irgendwelche Fragen? Genau, regionaler Flughafen. Falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen haben solltet, ne, ob es um
die Finanzierung in Indonesien ist, was meine persönlichen Erfahrungen sind, über die Regelungen, Visas oder was auch immer. Wir sind auf jeden Fall für euch zu erreichen. Schreibt mir gerne auf Instagram oder auf Facebook. Ich kann auch gerne meine WhatsApp-Nummer dann mit euch teilen und dann versuchen wir euch natürlich auch einfach dasselbe Leben zu ermöglichen, das wir hier haben. Und ich freue mich natürlich, wenn ich auch einfach mehr Gleichgesinnte hier vor Ort habe. Genau. Dann würde ich sagen, wenn ihr weitere Fragen habt, wendet euch gerne persönlich an uns. Wir sind auch gerne bereit, jeden von euch nochmal persönlich näher kennenzulernen und ja, einfach mit euch ins Gespräch zu gehen und Fragen zu beantworten. Vielleicht haben wir noch irgendwelche Ideen und Anregungen für die Umsetzung eurer Träume für euch. Und ja, war auf jeden Fall schön, so viele von euch zu sehen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald in real life. Und schreibt uns, wenn ihr in unsere Gruppe, wir haben eine Telegram-Gruppe, eine deutschsprachige, schreibt uns, wenn ihr da rein wollt. Und da können wir euch auch immer updaten. Genau, und oder in die Facebook-Gruppe. Genau, und da schreiben wir auch dann auf unsere nächsten Zoom-Konferenz rein, wenn wir die wieder machen, die Community-Zoom. Könnt ihr gerne nochmal reinkommen oder Freunde einladen. Und ja, vielen Dank und alles Liebe an euch und bis auf bald hier in Zumbauer. Bye. Ciao. Okay. Bye-bye. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Mach mal schnell ein Foto. Schade. Ich hab das nicht geschafft.